Ich verspüre Freude, dass ihr wieder eingeschaltet habt und deswegen verspürt ihr jetzt Super Mario 3D World Welt 5-4, grandiose Grassteppe. Grandios. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Zufälliger Charakter. Let's go! Ja, so ziemlich das open-worldigste Level in diesem Spiel. Zumindest zu einem Zeitpunkt und von der Fläche her. Na, Ameise? Natürlich tragen Ameisen Glocken mit sich herum, mit denen man sich in Katzen verwandeln kann. Oder zumindest blitzschnelle Katzenkostüme anhat, sagen wir so. Auch die Level im letzten Part waren sehr interessant. Und hier, Sonnenuntergangsfeeling? Sieht stark danach aus. Ich kann da auch nicht rein, naja. Hätte mich auch stark gewundert. So, Reserve. Ist die Grafik nicht wunderbar? Doch, das ist sie. Machen wir lieber Stampfattacken, man weiß ja nie. Aber auch aus dem letzten Part gelernt. Und nu? Ich kann mich ja nicht gegen die Fuzzis stemmen. Yeah, das war so super. Ich lasse mich gerade nochmal runterfallen und zwar genau hier. Haha. Wie käme man alternativ hierhin? Was? Muss man sich runterfallen lassen? Nee, das geht auch. Ja gut. Ich glaube, die Fuzzis sehen wir... Nee, die sehen wir nicht zum ersten Mal in diesem Let's Play. Hatten wir doch mit den Plattformen da schon mal, nicht wahr? Genauso wie die Ameisen. Alter Hut hier. Meinen Abonnenten ist schon alles bekannt. Bam, bam, bam. Oh yeah. Crazy Wandsprung. Ich glaube, mein Schweinfurz Lapaloma war das ganz hart. So, und jetzt diese Steppe hier. Gibt uns viele Möglichkeiten. Wir sind extra ganz nah rangezoomt. Relativ. Es gibt Zeit für die Leute, die sich intensiv umschauen. Das fände ich nobel, dass man an uns denkt. Scheint sich aber auch zu lohnen, nicht wahr, Häschen? Nur für Coins. Wie sehe ich denn aus? War das nicht sogar bei der Katzen-Mario-Show? Können wir uns mal über die Katzen-Mario-Show unterhalten? Lieber nicht, würde ich sagen, aber doch tun wir es. Wenn ich weiß, wovon ich rede, das ist so eine kleine Serie von Nintendo auf YouTube. Mit so Puppen von Katzen-Mario und Katzen-Peach, die immer ein paar Secrets verraten. Ich glaube, inzwischen ist es langsam aber sicher ausgestorben, aber trotzdem. Sowas gab es. Und es war schon ziemlich, naja. Googelt einfach mal danach und sagt mir eure Meinung. In der Tat. Mehr Stampfattacken braucht das Land. Was willst du? Das ist Ziel. Das ist ein Stern. Ein Powerstern, der unverwundbar macht. Ja gut, das hier als Open World zu bezeichnen, da tue ich mich ein bisschen schwer. Sehr gut. Der Stempel am Hintern dieses Kollegen. Weil es einfach nur eine Steppe ist. Bei dem letzten Part zum Beispiel diesen wunderbaren Strand, an dem wir uns relativ frei bewegen mussten. Nicht linear, sondern, ja, erkunden. Was das Zeug hält. Was gibt Schöneres, ne? So. Sei das Geld, und Geld haben wir keins, deswegen wollen wir welches. Was sind das kleine Bäumchen, Alter? Und wir spielen Toad. Nehme ich. Ihr könnt mich mal! Bin unverwundbar! Das ist der letzte Grünstern. Da ist er. Wenn wir jetzt einsammeln können, was die von uns verlangen. Gebt mein Bestes. Ja, die Münzen verändern sich also nicht. Gut. Hätte sein können, dass die mit den, Plattformen mitschwingen und sich mitbewegen, aber dem ist so nicht. Liebe Sonne, ich wünsche dir eine gute Nacht. Du bist das Einzige, was untergehen kann und immer wieder aufgeht. Aufersteht! Wie ein Phönix oder wie eine Sonne halt. Alles klar. Wo ist der Stempel? Guck dich genauer um.
die meisten Miiverse-Kommentare, ey, wenn du alle Miiverse-Kommentare weglassen würdest, die nur Zeichnungen sind oder wo ist der Stern und wo ist der Stempel, ey, da wäre kaum was übrig, ne? Ist ein bisschen schade. Okay, wir zocken das. Wir zocken das, denn wir rocken das. Wetten das? Tscha! Ich mach das so hier. Bam! Bam! Oh, Baby! Ja, aber Absicht, ich will ja nicht auffallen, ne? Es soll ja nicht zu krass werden. Der helle Wahnsinn! Ich kann nichts einsammeln, aber egal. So. Back to topic. 5-5. Bob Oms im Keller. Bomben! Das ist wieder so eine Höhle, wo wir alles freisprengen müssen, ja? Mario vielleicht? Mario. Bin gerne mal ein bisschen mainstreamig unterwegs. Okay, da ging alles in die Hose. Miroslav Klose, aber ist auch nicht so schlimm. Nehmen wir einen Tanuki, aber auch nur ein bisschen widerwillig. Zu. Dass ich alles destroyen kann. Ich bin der Destroy Master of Disaster. Babs! Okay, und das bringt nichts. Nicht so viel. Kommst du mal kurz? Danke. Läuft bei uns. Ernsthaft, was wäre der nächste Bob-Bob gewesen? Ich glaube, von links wäre es ein weniger Weg gewesen, aber tja. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Der Level war richtig cool. Aber das sind eh die meisten. Das One-Up. One-Up! Ich kann nicht ohne dich! Leben des Todes! Auch schon lange nicht mehr gesagt, war aber nicht der Fall. Lass es mir so nicht bieten. How about no? Gut. Werde ich dich als Tanuki erwischen. Der Punkt ist halt, in die Richtung geht es viel einfacher, weil wir mit der Plattform schwingen. Und der Hase ist irgendwie immer gleich schnell, ob er mit oder gegen die Plattform sprintet. War ein bisschen weit oben, aber danke, dass es zählt. Nice one. Das erinnert mich voll an Sonic. Sonic 1 hier ist. Dingens. Spring Yard Zone. Jetzt habe ich nichts mehr Explosives. Explosiv, die Reportage. Das ist viel zu weit weg. Voll bescheuert, Mann. Dass wir da geöffnet haben, war wichtiger, aber trotzdem. Ich glaube, es wäre auch nur optisch so eine kleine Impression gewesen. Impression. Nee, wir können es mit dem Tanuki auch aktivieren. Warte. Abwarten, ihr Klappspaten. Ich nehme es mit den 100%, aber sehr genau. Tja, mit dem richtigen Schwanz geht so vieles, was man sonst nicht machen könnte. Wolki! Trotzdem, unter der Wolke war auch noch was. Müssen wir ganz kurz festhalten. Habe ich ein Zeitlimit? Ich weiß halt auch warum. Weiß nicht, das rentiert sich so gar nicht, finde ich.
Wäre schlimm, wenn die sich wieder umdrehen würden, wenn man nochmal drauf geht. Aber so ist dem ja nicht. Cool, 100% auch in diesem Level. Wie steil, steil. Läuft doch heute wie am Schnürchen. Ich weiß nicht, was ihr habt. Krähenfüße. Ihr habt Krähenfüße. Tut mir leid. Okay, Bams. Juhu. Da geht Mario so ein bisschen die Puste aus. Ja, der Boost ist weg von dem... Von dem Boost? Von dem Mario Kart-Streifen, sag ich einfach mal. Lol. Reicht! Aber trotzdem ist es noch kein Selbstläufer. Bisschen schwierig. Mit Toad wäre es wieder katastrophal geworden, glaube ich. Dem fehlen einfach die Sprungfertigkeiten unseres Vorzeigeklempners. So sieht's aus. Schön. So wunderschön. Ich finde einfach den letzten Stern im Level nicht. Pech gehabt. Und so lebten sie bis ans Ende ihrer Tage, ohne den letzten Stern in diesem Level. Ja, man, ich kenne das, wenn man so hängt, ne? Aber trotzdem, kriegt man da überhaupt Antworten, wenn man so schreibt? Schreibt dann jemand, ja, du musst da und da und da. Das wäre die nächste Weh. Ich habe mich gerade schon gefragt, so, sind wir jetzt in etwa halb voll? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das ist schon beängstigend, wie gut wir in diesem Let's Play vorankommen. Insgesamt gesagt. So, Hüpfparcours des Schlemmerland. Oh, 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 oh. Wenn ich die Plattform sehe, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter und das Ganze auch noch von Luigi. Ihr habt das so betont, aber mit Luigi ist es ganz gut. Diese lustigen, bösen Plattformen. Guck mal, Oreo-Kekse. Oder Prinzenrolle. Die sich immer umher bewegen, wenn man springt. Also überleg dir, wann, wie, ob und wo du springst. Da da da. Bumbats, bats, bumbats. Da 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 da. Sieht ja gar nicht mal so spannend aus hier. Nö, dich gönn ich mir. Doppelkirsche? Pass bloß drauf auf. Hier geht mir immer so ein bisschen die Pumpe. Lampenfieber. Lampenöl. Ich wollte die erledigen. Aber jetzt, was bringt mir das? Bringt mir einen Scheiß. Lass die beiden zusammen. Ach doch, Luigi ist hier ganz gut. Ah! Aber wozu? Wahrscheinlich ist es am Ende einfach wieder so ein Ding, damit man sich das ganze Level zu zweit quälen muss. Ob man das jetzt in einem Ruck schaffen sollte, ist jetzt auch eine berechtigte Frage an der Stelle. Was? Okay, oder zu dritt halt. Geht's doch garantiert rein! Konnte ich nicht packen. Die waren mir zu zerstreut. Ich würde vorschlagen, ich gucke mir den Level erstmal weiter an. Oh shit. Oh shit. Okay. Ja, das ist vor allen Dingen auch erst schon der zweite. Hm. Das Level so oder so nochmal machen. Das hat vielleicht was mit dem Stempel zu tun. Die Gründe liegen offensichtlich auf dem Tisch. Oh, damn it, beende das Level. Ah, guck, da brauchst du... Ja, tatsächlich für den Stempel. Eins kannst du schon mal machen, lieber Luigi.
Dat. Schwache Ausbeute, schwache Ausbeute. Auf ein neues. Da müssen wir Augen, Äuglein, Ohren und Höschen offen lassen. Vor allen Dingen Augen und Äuglein. Um zu schauen, ob da alles passt, wie es soll. Richtig billig, einen Stern. Da muss mehr gehen. Lokalisiert haben wir sie ja bis auf einen alle. Deswegen, let's go. Lass mich bloß in Ruhe. Meister Zima G, Zocker Time. Mario X2. Alles Bekannte. Sag mal, ich hab euch doch. Hab ich euch alle auf der View Friend List? Ich glaub schon. Das ist der Witz dran. Ich will aber nicht, dass die mir verraten, wo der erste Stern ist. Ich will den selbst rausfinden, Alter. Ich habe nichts gesehen. Doch. Alter, ist der blind. Der Let's Play Markus mal wieder, ne? Nix drauf, außer Zahnbelag. Warte. Hier gibt's doch die Doppelkirsche. Also einen dürfen wir theoretisch verlieren. Shit. Einen dürfen wir verlieren. So hatte ich mir das in etwa vorgestellt. Alles klar, Luigis. Versucht es. Die glorreichen drei. So, das ist jetzt auch ein bisschen fies. Aber ich stehe ja auf fiese Sachen. Die sind immer noch zu zweit. Passt schon. Da war ein kleiner Denkfehler drin. Argel! So wie beim Glücksrad. Ich nehme Ernstl. So ein Ärger. So. Ist gar nicht mal... Verdammt. Ist wirklich gar nicht mal so easy peasy. Hä? Warum habe ich die anderen nicht? Ach, die sind jetzt da einfach so, weil Baum. Je nachdem, wo die spawnen und wie die Platte die wegholt, ne? Felix Platte. Unglaublich. So konnte es nichts werden. Aufgepasst, Leute. Konzentration, zusammenreißen, genießen, zurücklehnen, Essen fassen. Arbeiten, vermehren, favorisieren, abonnieren, masturbieren, wie das halt so ist. Wir dürfen das nicht so hektisch angehen, sondern mit aller Ruhe der Welt. Ey, das ist voll schwer, Mann. Wisst ihr was? Ich habe eine andere Idee. Ich mache das ein bisschen schlauer. Andererseits würde das, wenn ich jetzt so eine Billig-Variante mache, das auch nicht für Skill sprechen. Das eine Variante wäre halt, erstmal safe den Stempel zu krallen und dann den anderen Schmodder zu probieren. Aber ich probiere es trotzdem. So.
Ja, das hält schon ziemlich auf. Was totaler Käse ist. Habe ich die eine nicht eingesammelt oder was? Ey, das ist voll die Comedy hier. Das ist voll die Comedy. Luigi. Du wirst entlassen. Das geht so nicht weiter. Hauptsache, meine Leute haben was zu lachen, würde sich denken. Das ist auch immer meine Ausrede. Ja. So, don't make bullshit with me. Das passt aber von der Zeit nicht mehr. Er ist halt doch... Er springt hoch, aber er ist langsam. Luigi ist halt doch langsam. So. Fakt. Und da musst du eigentlich schnell sein. Eigentlich muss doch trotzdem auch mit Louis zu schaffen sein. Die Geisterdaten nerven mich. Da draußen fährt einer mit 800 km/h durch meine Straße. Ist in Ordnung. Naja, ehrlich gesagt nicht. Aber es juckt mich auch nicht. Und ich erwähne es trotzdem, also juckt es mich. Tiefgründig. Denn? Kann man die Dinger denn dauerhaft ausschalten? So richtig destroyen erstmal für eine Minute. Das alles an einem Ruck zu schaffen, ist ja eine kleine Meisterleistung. Da, 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 da. Kotz im Strahl. Ich lasse es auch ungeschnitten. Ihr könnt ja oben links die Versuche sehen. Moment, wie viel habe ich eigentlich noch? Oh. Ob die wohl reichen werden? Ich dachte, ich habe nur noch 7. Ah, knapp daneben. Kann man ausstellen, aber die Dinger, die kommen trotzdem wieder an, weißt du? Das ist so ein bisschen mein Problem. Puh. Atmen. Zusammenreißen. Cool bleiben. In den Kühlschrank legen. Ich glaube, jeder andere Charakter wäre besser gewesen. Na gut, bei Peach... Jawohl, mit Peach kannst du halt da viel mehr agieren in der Luft und so. Also hatte ich Unrecht mit der Tatsache, dass Luigi hier gut ist. Aber ich hatte doch keine Ahnung von diesem Geschmodder hier. Es ist eine Herausforderung. Ich will sie packen, ganz einfach. Wie eben noch beide da waren. Das ist nicht zu glauben. Ich will das trotzdem zusammenpacken. Egal. Als ob ich jetzt mit einem von beiden den Level beenden würde? Also mit dem Stempel oder mit dem letzten grünen Stern? So nicht. So, aber jetzt muss ich langsam... Das war dieser Brummbär aus den ersten Let's Plays. Immer wenn ich mich geärgert habe, gab es einfach nur... Zeiten verändern sich. Meister Sima G. So, so sieht es ganz gut aus. Goomba bashen. Luigis begradigen. Anpassen Timing. So, kann schon mal rüber. Was wollt ihr mehr? Ich glaube, ein bisschen Konzentration hätte mir ganz gut getan an der Stelle. Gerne. Ja, ihr hattet was zu lachen, das Ergebnis stimmt. Was will man eigentlich mehr? Naja, dass ich ein paar mehr Level gepackt hätte in diesem Part. Vielleicht wäre noch ein Level mehr drin gewesen, das gebe ich zu. Mein eigener Fail, aber so habt ihr mehr Parts zu gucken und mehr zu lachen und ich weiß auch nicht. Na gut, gebt dem Part einen Daumen nach unten, wenn euch danach ist. Solltet ihr diesem Trend allerdings entgegenschwimmen wollen, dann könnt ihr einen Daumen nach oben geben. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und bis dann und ciao, Kakao.